Im Nu durch die Alpen. Ein Netz von neuen Transitröhren soll sie möglich machen. Die rasche und komfortable Überwindung der Bergbastion, die auch eine Wetterscheide ist. Schnee und Eis auf der einen Seite, Wärme und Sonne auf der anderen. Statt über die Pässe mit ihren Steigungen, unterirdisch und geradewegs vom Norden in den Süden. Die neue Gotthardbahn soll's möglich machen. Oktober 2010. Die erste von zwei Eisenbahnröhren durch den Gotthard ist vollendet. Ein Durchbruch für die Ingenieurstechnik und für die Nord-Süd-Verbindung in Europa. Das macht auch einen Schweizer euphorisch, wie den zuständigen Bundesrat Leuenberger. Ich muss Ihnen gestehen, im Moment sind wir hier vor allem emotional gerührt. Ob Sie es mir glauben oder nicht, mir sind die Tränen gekommen. Gerührt ist auch der Chef des Bahnprojektes, Renzo Simoni. Ich ziehe meinen Helm ab, um mich vor Ihnen und vor Ihrer Leistung zu verneigen. Fürwahr ist den 2500 Mitarbeitern der beauftragten Firma Alptransit ein Weltrekord gelungen. Der Durchstich und Ausbau des mit 57 Kilometer längsten Tunnels in Europa und das in Rekordzeit. Der Gotthard-Basistunnel ist das Herzstück eines Hochgeschwindigkeitsnetzes, das Europas Nationen näher zusammenrückt und mit einer neuen Alpentransversale zwei Klimawelten miteinander verbindet. Wenn alles nach Plan läuft, wird dieser Traum im Jahr 2017 Wirklichkeit. Zu einer Verzögerung könnte es kommen, weil nämlich dieser Tunnel bereits jetzt 10 Milliarden statt 6 Milliarden Euro kostet. Aber spätestens im Jahr 2020 soll alles soweit sein. Eine Bahntrasse fast ohne Steigung. Eine weitere solche Flachbahn wird am Brennerpass vorbereitet. Eine Herausforderung für die Geologen. Die insgesamt 700 Kilometer lange periadratische Naht ist eine der bedeutendsten Großstörungen innerhalb der Alpen überhaupt. Sie stellt im geologischen Sinne die Grenze zwischen Europa und Afrika dar. Und ihren Namen verdankt sie den Umstand, dass sie in einem groß angelegten Bogen der Küste des Adriatischen Meeres folgt. Die Alpen bilden dabei keine gleichförmige Barriere, sondern bestehen aus ganz unterschiedlichen Gesteinsschichten, wie die Geschichte beweist. Die Alpen, Monumente für die Ewigkeit. 82 Gipfel sind mehr als 4000 Meter hoch, eine schier unüberwindbare Bastion aus Fels und Eis. Von Nizza im Süden Frankreichs bis weit in den Osten nach Wien in Österreich spannt sich eine Felsmauer über eine Länge von 1200 Kilometer quer durch 8 Länder. Die Alpen grenzen Nord- von Südeuropa ab, geografisch und klimatisch. Vergleicht man das Alter der Erde mit einem Kalenderjahr, dann sind die Alpen erst in den letzten Dezembertagen entstanden. Die Lebensgeschichte der Menschheit dauert im Vergleich dazu gerade einmal eine halbe Stunde. Wo sich die afrikanische und die europäische Platte aufeinander zubewegen, entstehen an ihren Grenzen Gebirge. Dabei wird auch der Meeresboden nach oben gedrückt. So finden sich versteinerte Abdrücke unterschiedlicher Lebewesen bis hinauf in die höchsten Gletscherregionen. Am Matterhorn in der Schweiz ist die Entstehung der Alpen eindrucksvoll sichtbar. Die europäische und die afrikanische Platte sind hier miteinander verschmolzen, ineinander verkeilt. Scheinbar für die Ewigkeit ragen die Gipfel wie unverrückbar in den Himmel. Aber die Alpen sind im permanenten Wandel. Ihr Aussehen verändert sich ständig, wenn auch unmerklich. Die Drift der Kontinentalplatten hat nicht aufgehört. Sie lässt das Gebirge weiter wachsen. Afrika und Europa drücken es jedes Jahr rund einen Millimeter nach oben.
Die Alpen wachsen aber nicht unendlich. Hitze, Kälte, Wasser, Wind und Eis machen das Gestein mürbe und zersetzen es langsam. Insgesamt haben die Alpen innerhalb der letzten 20 Millionen Jahre eine Schicht von mehreren Kilometern Dicke verloren. Und auch die gigantischen Wasserspeicher in den Alpen, die Gletscher, schmelzen. Während der letzten Eiszeit waren die Alpen noch mit einer dicken Eisschicht überzogen. Heute sind nur noch 2% der Alpen mit Eis bedeckt. Das hat Folgen, sowohl für den gesamten Wasserkreislauf als auch für das Klima auf der Erde. Schmelzen die Gletscher, werden große Mengen an Wasser freigesetzt, fließen ins Tal und in die Flüsse. Der Meeresspiegel steigt an. Diese Schwächezonen oder Störzonen stellen auch ein Potenzial dar für eine erhöhte Wasserwegsamkeit. Das heißt, Bergwasser kann entlang dieser Schwächezonen leichter versickern. Letztendlich bestimmt also der geologische Aufbau des Gebirges sehr maßgeblich den Tunnelbau. Und nur wenn man diesen ausreichend genau kennt, ist er auch von Erfolg gekrönt. Als der Tourismus vor etwa 200 Jahren zu blühen begann, da begann auch die Erschließung der Alpen durch die Technik, durch Tunnels zum Beispiel, durch die Jungfraujochbahn oder eben durch den Durchstich durch den Gotthardtunnel. Der wird jetzt noch einmal getoppt durch einen neuen Basistunnel, der sich wieder einmal zu einem technischen Wunderwerk zeigt. Das Gotthardmassiv. Ein 3000 Meter hoher Gebirgsblock in den Schweizer Alpen. Hier drunter müssen die Bautrupps durch. Die Röhren für den neuen Gotthard-Basistunnel. 25 Jahre Planungs- und Bauzeit. Für Arbeiter, Geologen und Ingenieure eine Lebensaufgabe. Täglich graben, bohren und sprengen sich die Tunneltrupps tiefer in den Berg. 57 Kilometer weit. Gebaut wird der Gotthard-Basistunnel nur für Hochgeschwindigkeitszüge. Zwei Röhren für getrennten Fahrbetrieb in beide Richtungen. Eine Querverbindung als Fluchtweg alle 300 Meter. Und ein Nothaltebahnhof alle 20 Kilometer. Um möglichst schnell durch das gigantische Gotthard-Massiv zu kommen, haben sich die Tunneltrupps an 5 verschiedenen Stellen gleichzeitig ins Gebirge gegraben. Am Nordportal, 7 Kilometer weiter durch einen seitlichen Arbeitsstollen, nach 20 Kilometern von oben durch einen Schacht, dann wieder durch einen Arbeitsstollen und am Südportal. 6 Uhr morgens, Arbeitsbeginn für die Frühschicht. Fahrt durch einen 2 Kilometer langen Arbeitsstollen zur eigentlichen Tunnelbaustelle im Berg. Hier steht die größte Tunnelbohrmaschine, die es je gegeben hat. Eine 400 Meter lange Stahlkonstruktion. Jeden Tag bewegt sich das Riesenkonstrukt 20 Meter tiefer in den Berg. An seinem Ende ein fast 10 Meter hoher Bohrkopf, der sich durchs Gestein frisst. Mehrmals im Jahr muss der Bohrkopf wegen Verschleiß überholt werden. Die Riesenbohrmaschine fräst die gesamte Breite der Tunnelröhre mit einem Mal aus dem Berg. 58 rotierende Meißel brechen das Gestein. Gleichzeitig dreht sich der gesamte Bohrkopf. Stahlblöcke und hydraulische Pressen drücken den Kopf gegen das Tunnelende. Die ganze Maschine schiebt sich so immer tiefer in den Berg. Das ausgebrochene Gestein fällt in Schächte hinterm Bohrkopf. 50 Meter weiter hinten, der Steuerstand der Maschine. Hier hält man die riesige Stahlkonstruktion auf Kurs. 10 Kilometer weiter, mitten im Gotthardmassiv. Hier oben, nahe des kleinen Ortes Sedrun, befindet sich die abenteuerlichste Baustelle des ganzen Tunnelprojekts.
Manchmal ist der Berg zu weich und Röhren drohen einzustürzen. Deshalb fahren Geologen wie Yves Bonanomi mit den Arbeitern zu den Tunnelbaustellen, um die Gesteinsformationen zu prüfen. Bei Sedrun haben sich die Bautrupps erst einen Kilometer horizontal in den Berg gegraben und dann 800 Meter tief durch einen Schacht nach unten zur eigentlichen Baustelle. Nirgendwo in der Welt hat man einen Verkehrstunnel je so tief unterm Gebirge gebaut. Bis zu 2,5 Kilometer Fels und Gestein liegen über den Arbeitern. Auf einem Meter Tunnel lastet teilweise ein Gebirgsdruck von mehr als 6.000 Tonnen. Selbstverständlich gibt es immer Überraschungen, vor allem im Untertagebau. Die Bergleute sagen, vor der Hacke, da ist es duster. Und man weiß erst, wenn man den letzten Meter ausgebrochen hat, wie die Geologie tatsächlich war. Tunnelbohrmaschinen gibt es hier nicht. Das Gestein unterhalb von Sedrun ist zu nachgiebig. Schwere Stahlkonstruktionen würden einsinken. Statt zu bohren, sprengen sich die Tunnelbauer durch den Berg. An den Baustellen stehen Bohrjumbos, Maschinen wie Rieseninsekten mit Stahlstacheln. Für jede Sprengung bohren sie genau 114 Löcher in die Felswand. Um die Sprengung möglichst wirkungsvoll zu machen, müssen die Bohrlöcher präzise gesetzt werden. Die Stahlarme des Bohrjumbos steuern dabei vorgegebene Punkte an. Die Position jedes Bohrlochs gibt ein Computer vor. Weil die Tunnelbauer keinen Zentimeter nach rechts oder links abweichen dürfen, weist zusätzlich ein Laserstrahl dem Bohrjumbo die Richtung. Damit es nicht staubt und die Bohrstäbe nicht überhitzen, pumpt man Wasser in die Bohrlöcher. Danach füllen Arbeiter die 3 Meter tiefen Löcher mit einem zähflüssigen Sprengstoff. Um schlimme Unfälle im Tunnel zu vermeiden, besteht der Explosivstoff aus 2 Komponenten, die erst kurz vor der Sprengung zusammengebracht werden. Die Sprenglöcher verkabeln die Männer so miteinander, dass sie mit einer Verzögerung von einigen Tausendstel Sekunden von innen nach außen zünden. Wenige Sekunden vor der Explosion von mehr als 500 Kilo Sprengstoff. 1300 Meter unterm Zentralmassiv der Alpen. 4, 3, 2, 1, go! Nur das zeitversetzte Zünden der Sprengladungen von innen nach außen macht es möglich, die komplette Felswand 3 Meter tief aufzureißen. Oberhalb der Sprengstelle im Hochgebirge. Ein heikler Punkt für die Tunnelbauer. Eine Staumauer, die infolge der Explosionen Risse bekommen könnte. Würde die Mauer brechen, wäre das eine Katastrophe. Ingenieure haben deswegen hier oben eine Messstation installiert. Ein Infrarotgerät registriert Neigung und Entfernung der umliegenden Felswände und meldet sofort jede Veränderung. Anderthalb Kilometer tiefer. Abräumen nach der Sprengung. 280 PS starke Lader schaffen das Gestein weg. 10 Tonnen pro Schaufel. Wasser verhindert, dass der Tunnel zustaubt. Zwei- bis dreimal am Tag wird an jedem Tunnelende gesprengt. Pro Woche dringen die Bautrupps so 50 Meter tiefer in den Berg ein.
Wir befinden uns hier an der heißesten Stelle des Tunnelprojektes, im wahrsten Sinne des Wortes schweißtreibend, bestimmt über 30 Grad. Das hier hinter mir ist die Tunnelbrust und die Bergleute werden von hier aus weitergraben, bis sie auf den Trupp aus dem Süden treffen. Da sind noch ein paar Kilometer und dann ist in einer geraumen Zeit die gesamte Strecke des Basistunnels von 57 Kilometern fertig. Die Gotthardbahn soll Entlastung bringen für den stets wachsenden Verkehr und auch für die damit verbundene Umweltbelastung. Wegen der geringen Steigung können Güterzüge dann weit länger sein. Personenzüge sollen gar mit 250 Stundenkilometern unterwegs sein. Das wird die Reisezeit von Zürich nach Mailand auf 2 Stunden 40 Minuten verkürzen. Um diese Fahrzeit einzuhalten, hat die Schweiz ein Projekt verworfen, das eine Haltestelle auf halber Strecke vorgesehen hatte. Die Porta Alpina sollte eine weniger bekannte Alpenregion erschließen. Ein Shuttle hätte die Besucher von der Haltestelle tief im Berg zu einem Aufzug gebracht. Dieser Aufzug hätte dann die 1000 Meter Höhenunterschied zur Oberfläche überwunden. Dies ist die Stelle, wo der erste Spatenstich und auch die erste Sprengung erfolgte für den Bau des 57 Kilometer langen Basistunnels unter dem Gotthard. Die Hauptschlagader des Systems ist ein 800 Meter schneller Lift, der Menschen und Material von oben nach unten bringt und Geröll nach oben schafft. Nach Ende des Baus werden es etwa 30 Millionen Tonnen Gestein und Geröll gewesen sein. 25 Kilometer weiter nördlich am Vierwaldstätter See. Endstation für einen Teil des Gotthardgesteins. Hier, mitten auf dem See, gibt man das Innere des Berges der Natur zurück. Früher wurde der Grund des Vierwaldstätter Sees ausgebaggert, um Kies zu gewinnen. Jetzt ist der See an vielen Stellen 50 Meter tief. Zu tief, zu dunkel und damit vegetationsarm. Das Gestein aus dem Gotthard-Basistunnel soll das wieder ändern und den See auf seine alte Tiefe von 10 Meter bringen. Außerdem schüttet man auf diese Weise kleine, künstliche Inseln für Vögel und Badegäste auf. Wasser, was oben Seen speist, ist unten im Tunnel eine Gefahr. Denn Wasseradern durchziehen das Gebirge. Jederzeit könnten sich bei den Spreng- und Bohrarbeiten unterirdische Sturzbäche öffnen. Im Ernstfall schaffen Pumpen 1000 Liter Wasser pro Sekunde raus aus dem Tunnel und befördern es fast einen Kilometer nach oben. Geologe Bonanomi weiß, ohne diese extrem leistungsstarken Pumpen könnte es zur Katastrophe kommen. Wenn wir einen großen Wassereinbruch hätten, dann würde unser Grubengebäude nach einer gewissen Zeit absaufen, alles mit Wasser füllen. In weniger als einer halben Stunde wären die Tunnelröhren überflutet. Eine weitere Gefahr: lockeres Gestein, das einbrechen kann. Bevor gesprengt wird, lassen die Tunnelgeologen daher Probebohrungen vornehmen. Auf die nächsten 300 Meter überprüfen sie so die Qualität des Gesteins. Nur mit Hilfe modernster Messtechnik finden die Spreng- und Bohrtrupps den richtigen Weg unterm Gotthardmassiv. Satelliten müssen eingesetzt werden. Sie setzten um jede der 5 Tunnelbaustellen per GPS einen Kranz von Orientierungspunkten. Von diesen Punkten aus arbeiten sich Ingenieure mit Messinstrumenten in den Berg. Die Instrumente arbeiten mit Laserstrahlen, die den Tunnelbauern die Richtung vorgeben. Jede Einzelmessung ist auf den Millimeter genau. Am
Am Ende weicht die Tunnelstrecke vom geplanten Verlauf höchstens 10 cm ab. Vom Norden in den Süden, von Zürich nach Lugano in 81 Minuten und das im Stundentakt. Lugano selbst soll dann zu einem Eisenbahnknotenpunkt werden, vielleicht zum größten in der Schweiz, von dem aus die Züge umgeleitet werden, tiefer in den Süden hinein. Der mondäne Kurort Lugano hat bisher ein Sammelsurium von Bahnhöfen. Da ist einmal die Station für die Fernbahn, dann eine Regionalbahn und schließlich eine Art Fahrstuhl in die Altstadt. All diese Stationen sollen in einem neuen Zentralbahnhof integriert werden, in den wiederum ein Tunnel mündet. Dieser Chennery-Basistunnel soll 15 Kilometer lang werden und 2016 betriebsbereit sein. Die Tunnelbauer müssen sich dabei durch sehr verschiedene Gesteinsschichten wühlen. Deshalb müssen Sprengungen noch kontrollierter erfolgen als üblich. Der Tunnelvortrieb erfolgt meist parallel zur Autobahn, quert sie auch gelegentlich. Der Chennery-Tunnel, eine Mammutaufgabe für die Ingenieure. Die bisherige Eisenbahntrasse ist veraltet, führt zudem über viele Steigungen und Kurven. Der Straßentunnel, obwohl erst 1980 in Betrieb genommen, kommt schon längst nicht mehr mit dem Andrang zurecht. Der Güterverkehr hat sich verdreifacht. Deshalb müssen die Lkw-Fahrer lange Wartezeiten in Kauf nehmen. Herr Tresch, was bedeutet der Bau des Eisenbahntunnels für den Autotunnel? Ist das eine komplementäre Errungenschaft? Das sollte es sein. Es sollte ein Teil des Schwerverkehrs eigentlich auf die Schiene. Heute sind es im Jahr etwa 1 Million Lastwagen. Und das Ziel wäre, dass dann mit dem Eisenbahntunnel noch etwa 600.000 auf der Straße bleiben. Im Jahr 2009 hat die Schweiz im Vorfeld ein Schwerverkehrszentrum eingerichtet mit Raum für 500 Lastzüge. Der Ursprung liegt eigentlich darin, dass für die Durchfahrt des im Gotthard-Straßentunnels die Lastwagenzahl pro Stunde von maximum 150 Lastwagen begrenzt ist. Dazu hat man direkt am Portal zum Gotthard-Straßentunnel eine Dosierungsanlage eingerichtet. Um die Gesamtzahlen, die täglichen Verkehrszahlen des Schwerverkehrs abzuwickeln, braucht es vorgelagerte Warteräume für Lastwagen. Im Moment zirkulieren täglich in Richtung Nord-Süd 1700 Lastwagen den Gotthard Straßentunnel und damit versteht sich, dass ein vorgelagerter Raum dazu gebaut werden musste. Parallel dazu, bezüglich Sicherheit, will man Fahrer, Fahrzeug und Ladung auf dieser Stelle hier intensiv kontrollieren und zusätzlich die Technik der Fahrzeuge beurteilen. Die Behörde nimmt Stichproben vor unter den Lastzügen. Eine Art unfreiwilliger TÜV folgt. Wenn die Prüfer Mängel feststellen, müssen die entweder vor Ort behoben werden oder der LKW muss umkehren. Das nervt die Fahrer. Diese italienischen Chauffeure warten seit mehr als 5 Stunden auf die Freigabe und Weiterfahrt. Und es ist nicht der erste Halt, klagen sie. Giovanni hält das nicht nur für ein Schweizer Problem, sondern für ein europäisches Dilemma. Und dann klagt er doch über die Schweiz. Nicht einmal Stop und Go sei möglich. Und sie, die Fahrer, würden wie Delinquenten behandelt und nicht wie Arbeiter. Invece noi no, veniamo continuamente bloccati e veniamo quasi trattati dalla polizia come delinquenti, non come lavoratori. Und ganz schlimm wird es, wenn dann noch ein Problem mit dem Zoll in Italien wartet. Gestern Abend habe ich auf der Autobahn gestanden bei Knutwil, wurde dort von der Autobahn runtergezogen auf 2 gesonderte Streifen. Habe dann dort heute Nacht verbracht, ungefähr 11,5 Stunden, was meiner Ruhepause zugute kam und bin dann nach anderthalb Stunden Fahrzeit wieder hier zum Stehen gekommen. Wie soll Europa mit diesen Dingen fertig werden? Ja, das Problem ist ganz einfach, die Lagerhaltung findet auf der Straße statt. Die Kapazitäten in den einzelnen Lagern sind nicht mehr gegeben, der Lkw-Verkehr wird immer mehr zunehmen, der Transitverkehr wird immer mehr zunehmen.
was so ein bisschen Bremsklotz ist, ist natürlich hier der Transit durch die Schweiz durch. Wenn dann auch noch in Italien ein Feiertag dazu kommt, ist es natürlich noch ein bisschen schwieriger. Aber da wird es auf längere Sicht wird es da keine Transportalternative geben. Man spricht davon, auf die Bahn zu gehen, aber es ist ja auch immer noch ein Kostenfaktor, wie hoch die Mautgebühren bzw. wie hoch die Transportgebühren vom Zug sind. Und Sie nehmen es ruhig? Ich nehme es ruhig, weil es bringt nichts, wenn ich mich darüber aufrege. Man muss es ruhig und gelassen sehen. Dabei schien die Fertigstellung des Autotunnels im Jahr 1980 als Lösung des alten Querverkehrs. Die Passage über den Gotthard ist erst möglich geworden durch eine Brücke über die Schlucht der Wilden Reuss. Sie stammt aus dem 13. Jahrhundert. Ein Hindernis für die Ingenieure war der Aberglaube bzw. die Traditionsverbundenheit. Und das hat buchstäblich mit dem Teufel zu tun. Der Gehörnte hat einst den Ureinwohnern eine Brücke gebaut. Dafür hatten die Einwohner noch nicht das Know-how und als Gegenleistung die Seele des ersten Lebewesens gefordert, das die Brücke überquert. Die schlauen Gotthardiner haben einen Geißbock über diese Brücke geschickt. Das hat den Teufel so erzürnt, dass er ihnen einen riesigen Felsblock in den Weg gelegt hat, eben den Teufelsstein. Die Ingenieure von heute haben ihn nicht zertrümmert, sondern einfach nur beiseite geräumt, eben der Tradition wegen. Der Teufel durfte dann auch mitspielen, als der neue Alpentransit den Vorstoß in sein Reich wagte. Nicht, dass ein Teufel viel Ruhe brauchen würde. Seit vielen hundert Jahren machen sie mir das Leben schwer. Erst haben sie mich mit der Brücke in der Schöllenen reingelegt. Und jetzt bohren sie mir seit Jahren mit einem Höllenlärm in den Berg hinein. Wir sind in der Leitzentrale des Gotthard-Autotunnels. Von hier aus kann die Kantonspolizei jede Verkehrsbewegung überwachen. Und auch, ob die Fahrzeuge den Sicherheitsabstand einhalten. Zudem werden die Autofahrer gehalten, ihr Radio auf die Infowelle zu stellen. Geschätzte Verkehrsteilnehmerinnen, geschätzte Verkehrsteilnehmer, im Gotthard-Straßentunnel steht im Moment ein Pannenfahrzeug auf der Fahrbahn. Für den Notfall sind separat belüftete Schutzräume im Abstand von 250 Metern vorhanden. Grundsätzlich machen wir eine Gesamtüberwachung des Gotthard-Straßentunnels hier. Wir haben da zu alle 250 Meter eine Kamera. Wir haben insgesamt 84 Kameras, also im Tunnel selber und in den beiden Portalbereichen, wo wir die Verkehrslage überwachen können. Wir schalten auch jegliche Ampeln, also die Verkehrssteuerung im Gotthard-Straßentunnel. Bei verschiedenen Ereignissen können wir so den Verkehrsfluss stoppen oder auch beeinflussen. Diese extreme Vorsicht geht auf einen Unfall im Jahr 2001 zurück, bei dem 11 Menschen an Rauchvergiftung starben. Dort kommt es wirklich auf jede Minute an, dass wir eben innerhalb von diesen 15 Minuten vor Ort im Tunnel intervenieren können, damit dass sich eben ein Brand nicht entsprechend ausweitet und die Temperaturen bzw. eben der Rauch, der ja vor allem im Tunnel das große Risiko darstellt, möglichst wenig Leute damit kontaminiert werden. Bis heute ist nicht ganz geklärt, warum sich die Autofahrer in Unfallnähe nicht in die bereitstehenden Seitenausgänge geflüchtet haben. Jedenfalls gehen die Behörden kein Risiko mehr ein. Wir haben diverse Ausstellbuchten, wo die Verkehrsteilnehmer hineinfahren können, wenn sie merken, sie haben eine Panne. Dort werden sie dann durch einen Pannendienst aufgeladen und zu einer Garage gefahren. Da gibt es halt immer wieder, dass Fahrzeuglenker, Lastwagen oder was auch immer auf der Fahrbahn stehen bleibt. Dann muss der Zentralist natürlich den Verkehrsrechner so schalten, dass er beide Tunnelportale sperrt. Seit der Katastrophe von 2001 ist die Unfallquote drastisch zurückgegangen. Aber der Stau im Alpentransfer bleibt. Wenn der Tunnel
mal renoviert werden muss, was ja irgendwann ansteht, wird dann eine weitere Röhre gebaut, beziehungsweise wie wird man mit dem Verkehr fertig? Das gibt zurzeit Studien vom Bund und die Lösung ist eigentlich nicht ganz klar, wie man das Problem löst. Tatsache ist, wenn man den Tunnel renoviert, dass der Verkehr anders geführt werden muss. Also man braucht den Tunnel für die Revision. Es gibt Lösungsvorschläge, die sagen, man baue einen neuen Tunnel, lege den alten still. Es gibt Lösungsvorschläge, die sagen, man baut zwei einröhrige Tunnel. Es gibt auch Lösungsvorschläge, die sagen, es braucht keinen neuen Tunnel. Man lenkt den Verkehr in der Zeit der Renovation auf die Schiene, also mit Autozügen etc. Die Tatsache ist, es gibt in der Schweiz einen Verfassungsartikel, der es nicht erlaubt, die Kapazität auf der Gotthardachse zu erhöhen. Die Idee ist ja, dass mit dem neuen Eisenbahntunnel ein Teil des Schwerverkehrs vom Autotunnel weggenommen wird. Kann sich die Zahl der LKWs über die Zeit erhöhen oder ist die konstant? Die Idee ist natürlich nicht, dass man LKWs verlädt in der Zukunft, sondern dass die Güter auf die Schiene gehen. Also das sind auch zwei verschiedene Sachen. Aber das wären eher Fragen für einen Politiker und nicht für einen Betreiber der Autobahn. Jetzt werden die Risse aber grösser, eindeutig. Und jetzt ist es so. Umso mehr konzentrieren sich die Hoffnungen auf die Inbetriebnahme des neuen Gotthardtunnels. Nach dem Durchbruch auf einer Tunnelröhre im Herbst 2010 erfolgt der Durchbruch der anderen im Frühjahr 2011. Die Schweizer können jedenfalls stolz sein auf die Leistung ihrer Spezialisten. Aus der Sicht der Eidgenossen dient der Gotthardtunnel dem Anschluss der Schweiz an das europäische Schnellbahnnetz. Aus der Sicht der Europäischen Union ist das zwar ein großartiges Projekt, aber nur eines von mehreren, um das Schienennetz in Europa zu modernisieren. Dazu gehört zum Beispiel Stuttgart 21 und als ehrgeizigstes Projekt einen Tunnel unter dem Brennerpass, der über 50 Kilometer lang sein soll. Die Passage über den Brenner erfährt noch nicht die Beschränkungen, die der Alpenstaat Schweiz dem Transitverkehr verordnet. Hier gilt das Credo der Europäischen Union von der freien Wahl der Verkehrsmittel und der Gütermenge. Also gehen 40% des Transitverkehrs im Alpenbogen über den Brenner. Deshalb planen die Anrainerstaaten mit Hilfe der EU schon seit 10 Jahren einen Eisenbahntunnel. Die alte Bahntrasse, die schon im 19. Jahrhundert von Karl von Etzel gebaut wurde, ist entsprechend veraltet. Die alte Brennerstrecke wurde 1867 in Betrieb gesetzt, also vor 140 Jahren. Es bedarf hier also eines neuen, modernen Schienenweges. Und dazu brauchen wir die Infrastrukturen, genau deswegen auch den Brenner Basistunnel. Zweitens die Terminals, die Logistikzentren und drittens eine entsprechende verkehrspolitische Rahmenbedingung, die eben den Schwerverkehr auch auf die Schiene zu bringen vermag. Der Brenner Basistunnel als horizontale Verbindung ist deswegen notwendig, weil wir mit sehr geringer Energie die Güter von A nach B transportieren können und nicht mit einer großen Steigung auf den Brenner hochziehen und dann wieder sozusagen auch entsprechend herunterbremsen müssen. Dieser nach dem Gotthard zweitgrößte Bahntunnel Europas soll ca. 8 Milliarden Euro kosten, bei noch keineswegs gesicherter Finanzierung. Mit dem Vortrieb in den Versuchstunnel versuchen die beauftragten Unternehmen, Fakten zu schaffen. Der Unterschied ist sicherlich die Vormacht an relativ weichen Gesteinen beim Brenner Basistunnel, sprich eben Schiefer und Phyllite. Beim Gotthard-Basistunnel und auch beim Chennery-Basistunnel dominieren in erster Linie Granite und Gneise, also sehr harte Gesteine, die auch mit einer Tunnelbohrmaschine relativ leicht aufzufahren sind.
Ein Versuchsstollen dient der Erforschung der Felsbeschaffenheit und der Prüfung der Wasserverläufe, auch dem Schutz der Bergquellen. Wir haben hier zwei große Korridore, Rotterdam-Genua, wo wir den Lötschberg und den Gotthardtunnel haben, mit dem Ceneri dazu, und die Strecke Berlin-Palermo mit dem Brenner-Basistunnel. Es sind zwei parallele Nord-Süd-Korridore. Beachtlich ist, dass in unserem Korridor zwischen Berlin und Salerno, im Grunde südlich von Neapel, bereits zwei Drittel in Betrieb oder in Bau sind. Währenddessen auf der Strecke Rotterdam-Genua zwar die Schweiz vorbildhaft ihre Bahnstrecken ausgebaut hat, auch die Alpendurchstiche bewerkstelligen wird, aber die Anschlussstrecken noch vielfach fehlen. Vielleicht kommt auch der Vortrieb am Brenner um Jahre zu spät. Denn nach allen Prognosen werden die neuen Verkehrsprojekte nicht mitkommen mit der dramatisch zunehmenden Verkehrsdichte. Da soll eine Alpentransitbörse Abhilfe schaffen. Das ist nichts anderes als eine Kontingentierung des Verkehrs über die Versteigerung und den Marktaustausch von Transitrechten. Längerfristig müssen wir diesen Güterverkehr möglichst ökologisch durchführen. Und die Straßen, die es heute gibt, sollten primär dann dem Individualverkehr zur Verfügung stehen, damit auch sozusagen nicht die belastenden Lkw-Transporte den Individualverkehr stark reduzieren und andererseits auch die lokalen Wirtschaftsräume und Lebensräume stark belastet werden. Im Jahr 2020 sollen insgesamt 20.000 Kilometer Hochgeschwindigkeitsstrecke Europa dichter vernetzen. Hier ist es der Ausbau der Trasse im unteren Inntal. Sie wird gleich von zwei Bohrmaschinen vorwärts getrieben. Und das an jedem Ende der 52 Kilometer langen Trasse. Mit tonnenschweren Betonfertigteilen wird die Tunnelwand mehr und mehr zusammengesetzt. Millimetergenau. Eine Art technischer Hochleistung, wie sie der Transitstaat Österreich bisher nicht erreicht hat. Die Trasse wird sogar dreigleisig ausgebaut, mit Überholspur sozusagen. Eben damit sich Güter- und Personenverkehr nicht gegenseitig behindern. Denn auf einer eingleisigen Spur würde ja der langsamste Zug die Frequenz des Gesamtverkehrs bestimmen. Große Projekte, so wie auch dieses Infrastrukturprojekt, sind einerseits technisch eine große Herausforderung. Andererseits auch kommunikativ eine Herausforderung. Wir müssen daher auf beiden Ebenen Pionierarbeit leisten. Das bedeutet, wir müssen einerseits das Projekt mit höchsten technologischen Standards und auch aktuellem Wissen vorantreiben und andererseits die Bevölkerung, die verschiedenen Fachgruppierungen bis hin zur Politik ständig informieren, ehrlich, kritisch die Diskussionen führen und dann auch gezielt aus diesen Diskussionen und den verschiedenen Disputs Erkenntnisse in das Projekt wieder einbauen, sodass das Projekt optimiert wird. Das ist eine Korridoraufgabe und wir betrachten das auch deswegen nicht nur als reines Abschnittsprojekt eines neuen Tunnels, sondern als einen Link zwischen dem Norden und dem Süden Europas, und zwar als Verbindung zwischen Straße und Schiene, der mit diesem europäischen Gedanken korridorübergreifend vorangetrieben werden soll. Seit Menschengedenken gilt der Alpenbogen als Barriere, die zwei Klimazonen und Kulturräume voneinander trennt. Die Überwindung dieser Barriere und ihre Art und Weise schaffen geteilte Meinungen. Die Alpen als Durchfahrtsstraße, für die Traditionalisten eine Beleidigung der majestätischen Bergwelt. Für die Naturfreunde
ein Beitrag zu ihrem Schutz und für die Fortschrittsgläubigen ein Triumph der Technik.